Okay, moin, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Pixelmon, mal anders Let's Play mit einem coolen Tuska und einem Skalik. Der ist auch cool, hey. Oder geiler Adler. Oder geil, ey. Okay, geil. Jo, ich bin zurück. Ich habe kurz ein bisschen Pause machen, medizinisch. Bin ein bisschen traurig und ja, ein bisschen fest traurig, aber das tut mir jetzt nicht leid. Ich möchte das Let's Play natürlich weiterführen und schauen wir mal, wie es klappt. Ich denke schon, es klappt gut und ja, ich kann mich auch ein bisschen verstellen. Ich bin ja Schauspieler. Nein, Scherz. Also es ist eben nicht gerade so einfach für mich momentan, aber das müsst ihr ja nicht so wissen. Ihr wollt ja Spaß haben und das mache ich euch. Ich gönne es euch. So einen Teil möchte ich gerne haben. Ist cool, in der Nacht gibt es andere Pokémons. Morgens und abends auch. Und wir müssen, könnten irgendwie Time-Life Circle oder so mal anstellen und einfach mal ein bisschen, ja, am Morgen oder in der Nacht mal herumsuchen. Ich denke, das geht für euch, sonst schreibt es in die Kommentare, wenn ich da irgendwie so ein bisschen zu fest manipuliere. Aber ja, ihr wisst ja, die Tage sind so kurz, die ganzen Tage. Genau. Also, wir wollen eben anders Pokémon spielen, also wir benutzen andere Pokémon, wir bauen anders. Wir machen etwas komplett ja, anders als in den Serien oder in den Spielen. Und ihr dürft gerne ein bisschen wählen, was ihr sehen wollt, was ihr machen. Gebt mir Tipps, weil ich habe zwar schon gute Ideen, aber ja, es muss ja euch gefallen und nicht mir, oder? Ist ja ganz easy. Okay, es wird schon wieder morgen. Mal schauen, was für Pokémon jetzt am Morgen in der Wüste sind. Nimmt mir echt Wunder. Oh ja, genau. Ich möchte diese Pokémon hier alle haben. Die unterschiedlichen Farben von diesem Pokémon. Das ist jetzt so Orang. Das ist eher so beige. Was haben wir dieser Farbe eigentlich im Deutschen? Auch beige oder beige? Beige. Und der beige. Und der dreht sich. Ich glaube, der hat viel zu viel Saft gesoffen. So, gehen wir mal noch hier rein. Oder nein, warten wir kurz mal. Oh, das Nilpferd. Ich möchte dieses Nilpferd haben. 31. Okay, merken wir das. Hippopotas. Merken wir das. Und das. Irgendwie das auch irgendwie, aber... ich weiß nicht, wie stark es ist. Oh, genau. Du kommst in unser Team. Hopp, hopp. Hopp in mein Team. Unser Team. Ja, das ist ja easy. Ist das eine Weiterentwicklung? Hallo. Gib mir deinen... Wieso bist du verletzt? Ah, Kaktus. Ich weiß es nicht. Ich kenne die Pokémon noch nicht. Wieso bist du eine Larve? Hey. Ja, du bist nicht Larvesta. Du bist Ignivio. Das ist Deutsch. Red Deutsch mit mir. Ignivor. Wieso habe ich eigentlich einen roten Punkt? Ignivor. Ja, es kommt direkt. Bist du die erste Entwicklung oder die zweite? Ja, wahrscheinlich die erste. Ah, okay, Ramoff ist die nächste oder Matt. Okay, nehmen wir. Aber hat wahrscheinlich eine schlechte Fangrate. 45, 11,9%. Was heißt das? Pokéball? Okay, Donnerwelle. Nitro-Ladung. So. Mehr mache ich nicht, sonst sterbe ich noch. Ich bin Level 12. Was ist mein Ding? Direkt mal. Doch noch ein Flottball. Flottball sind nach der zweiten, also in der zweiten Runde schon wieder Hälfte, halb so stark, glaube ich. Ja, ich dachte. Also dann Levelball. Jetzt bin ich schon wieder traurig. Okay, wunderbar. Beim zweiten Mal. Ah, ich dachte, das wäre ein Pokémon. Sah schon cool aus mit Rot und. Also dann gehen wir dort rein. Ich glaube, es kommt kein Pixel oder Pokémon. Da oben ist übrigens eine Stadt, habe ich gesehen. Wieso ist der Kaktus so groß? Ach, wieder mit diesem Biom-Mod. Biom-Verbesserungsmod.
Ist noch irgendwie so ein kleines. Okay. Ja, die Kuh möchte ich. Ja, ist die Weiterentwicklung. Ach, schade. Okay, es gibt auch nicht so viele morgen. Sind alle noch am Schlafen? Oh, falsche Seite. Nein. Hä? Ich dachte, das wäre einfach auf der anderen Seite, aber da ist es dort gleich. Also wir nehmen die mit. Wenn ihr euch wundert, im letzten Part, ich habe noch die Items natürlich jo, nach Hause gebracht. Und genau. Seegurken nehmen wir natürlich auch mit. Schon voll. Boah. Ja, du. Ich wollte doch nur ein. So. Ein bisschen voll hier. Könnte man nicht so viele Sachen direkt mitnehmen. So. Und du sowieso. Ich weiß nicht, wie man dich herstellt. Wahrscheinlich in der anderen Dimension. Sag schon. Ja, in dieser Mega-Teil. So, oh. Ja, Kaktüschen könnte man auch Nüsse fangen. Wir gehen jetzt einfach nach Norden und hoffen, dass die Stadt dort ist. Ich schaue jetzt nicht auf dem, auf die Minimap. In Merrill, aber das benutzen so viele. Und nochmals ein Dorf. Ist ja ein anderes Dorf, oder? Ja, sicher. Und wieso, Karte, bist du immer so schlecht eingestellt? Was ist dort? Was ist das dort? Ah. Elzeber-Rihorn. Ich dachte eigentlich, das Elzeber, aber ich habe es nicht so erkannt. Das kenne ich ein bisschen besser. Ich weiß nicht, ich habe ab und zu eine Folge geschaut, aber wenn die Streaming-Dienste so schlecht sind, dann kann ich da kaum etwas holen. Ich glaube, bei Netflix ist Pokémon, oder? Da schaue ich ab und zu ein bisschen rein, aber es ist mir zu kindisch und zu langweilig. Ich weiß es nicht. Könnt ihr ja mal schreiben, wie ihr die Serien findet. Ich denke, die neueren Serien sind, glaube ich, auch wieder besser geworden, aber so zwischen Staffel 3 und 7 oder so sind sie mir ein bisschen zu langweilig geworden. Ich fand Aloha dann wieder sehr gut am Anfang. Ich habe aber nicht so lange geschaut. Ich wollte unbedingt wissen, wie diese großen Pokémon, diese Herrscher-Pokémon in der Serie waren. Und ja, sie waren mir zu langweilig. Ich bin ein bisschen, ja. Oh, das Electek da, das Teil, das dir weiterentwickelt. Das ist Electek. Und das ist, oh, wie heißt das andere? Fitzelblitz, genau. Jo, das kenne ich noch ein bisschen. Ein bisschen. Wenig. So, also. Diese sind Ultra, also Ultra Dimension waren es genau. Ah ja, ich brauche ja nochmal so einen Rasenmäher, stimmt. Das ist mein Gag von der letzten und vorletzten Staffel. Ach, immer das Schöne. Die. Habe ich die schon? Ey. Macht nicht immer so Lärm. Okay, ein bisschen Gras mitnehmen, ihr wisst wieso. Ist wichtig. Ich untersuche die epidermische Albino-Abweichung bei Pokémon. Und ich scheine es für den Laien. Was sind das? Albinos? Das ist. Hör jetzt auf, blöder Forscher. Das ist weiter oben. Soll ich eine Uhr mitnehmen? Soll ich das mitnehmen? Ist das ein Pendel? Ah, das ist ein. Okay. Rüstungsständer. Ey, hört mal auf da. Bin hier nicht. Bin sehr sensibel. Gerade. Ey, hört jetzt auf. Was ist das für eine KI? Hallo? Ja, ich nehme noch Brot und Äpfel mit. Blumen. Dann haben wir alles mal. Aber schön, dass hier eine Sonne startet. Ich nehme dir jetzt diese Türe weg. Soll ich Waschmaschinen mit? Ja, und dann Waschmaschinen. So. Ey. Den
Machen wir damit. Wassergras. Nein, Wassergurke. Meeresgurke. Oder Seegurke, Mann. Nein, es sollte eigentlich Meeresgurke sein, auf Deutsch. Auf Deutsch übersetzt. Irgendwas so. So, ich nehme einfach voll den geilen Schrot mit. Nein, eigentlich. Kohle ist nicht so geil. Also, haben wir das. Ich muss jetzt nicht wirklich alles mitnehmen. Ich habe ja gesagt, ich bremse ein bisschen. Was ist denn das? Okay, Lederbahn. Aluminium, egal. Aluminium. Sonnenblumen. Was ist das für ein Helm? Ah, Magma. Magma. Ich bin Magma. Ich bin Team Magma. Manchmal die Bäder. Kann man die nicht irgendwie so extra umplatziert platzieren? Also, dass sie genauso sind, wie man sie abgebaut hat. Man muss dann ständig immer wieder Bäder platzieren, bis es geht. Also den nehme ich mit. Die Bäre eher. So, nicht der Samen. Und hier ist es wieder das gleiche. Okay. Was wollen wir genau noch? Oh, ist schön. Ein Fahrrad. Und einfach ein Fahrrad. Fahrraddieb. Gut. So, hier ist jetzt das Neue, oder? Könnte sein. Hey, das ist so schön eingerichtet. Liebes. Werke Gras mitgenommen. Hallo. Pray, pray. Immer schön Smaragde mitnehmen, auch wenn man sie nicht mehr so braucht. Und hier habe ich ein Beet. Cool. Ich sehe das gleiche Haus. Boah. 100 Mal. Ich will nicht die Blume. Ich will den Brief. So. Was, eine Eneke-Route? Oh. Eine Schere. Eine zweite Schere. Was ist das? Wasserstein? Ja, das ist. Okay. Immer schön mitnehmen. Ist kostbar. Es ist genug, es ist genug. Bitte. Oh, das Steinsegel. Allerhand Steinsegel. Also Pokémon Rucksack. Ja, da gehen nicht so viele Sachen. Wieso gehen Werkzeuge nicht? Die sind auch von Pixelmon. Also wir haben genug hier. Also, haben wir hier einen Wegpunkt. Du hast eine Quest. Ich müsste noch eine nette Festung finden, laut einem Questgeber am Haus. Uff. Nein, wir machen es einfach mal. 15 Stahl-Pokémon ist ein bisschen zu schwer. Okay, der Weihnachtsmann, okay. Und das ist wieder so ein Deck, ja. Okay. Ein Sattel haben wir schon. Ist hier ein Frosch drauf? Sieht ein bisschen aus wie ein Kaniman. Geil. Oh. Oh. Krass. Glas brauchen wir unbedingt. Endsteine, Schneeblöcke, ah, weiße Wolle. Okay, wir sind voll. Gut, dann mal Ziegelstadt 1. So, hier müssen wir nicht rein. Ich möchte aber gerne kurz zum Pokémon Center. Was ist das für ein Pokémon? Ja, ihr merkt es vielleicht ein bisschen nicht. Ich möchte viele Sachen machen, aber das ist hier Chaos. Was ist das? Hä? Kenne ich das Pokémon? Noch eins. Das ist ein neues Pokémon. Noch nie gesehen. Ein Kamin. Ist das eine Fabrik? Oder eine Fabrik? Ich brauche den Witz nicht mehr zu bringen. Da ist doch das Pokémon-Sender. Aber brauche ich es unbedingt? Ja, ich brauche es unbedingt. Oh, falsche Seite, ey.
So, wow. Nebeneingang. Ah, und den PC könnte ich ja noch generieren. Nein, Hightower. Ja, und kannst du mal vorwärts machen? Danke. So, dann kann ich wieder besser reden. Ich trockne aus bei dieser Mega-Hitze. Schon wieder 32 Grad. Cafeteria möchte ich mal gehen. Unten ist noch. Hey, wo? Ich möchte Lobby. Hey, ist das die Lobby hier? Das muss ja die Lobby sein. Okay, dann gehen wir mal nach oben. Boah, hey. Ich war hier schon mal in einem vorherigen Projekt. Was ist das, eine weiße Tulpe? Was dauert immer? Eingetopfte weiße Tulpe, ja. Okay, gut. Immer an einem Ding. Ich möchte irgendwie dieses Lavi-Ignivor trainieren. Ich habe noch kein Feuer-Pokémon. Was brauche ich gerade nicht? Ich brauche eigentlich alle. Ist das auf Kon nicht speziell? Nee, das ist ganz normal. So. Also Safcon, ja, trainiere ich ja so manchmal eher. Und Lavita, ich möchte es nicht trainieren, weil es eigentlich ein Top-Pokémon scheinbar ist. Könnt ihr ja mal schreiben, wie gut das momentan noch ist. Aber als ich mal, was habe ich da, Bloody Platinum und so gespielt habe, also vor 10 Jahren oder mehr, was mal das Top-Pokémon, was man einfach so fangen konnte. Jo. Ich lieber nicht. Also eben, es ist ja mal anders. Wieso geht's jetzt hier nicht hoch? Dracoflicht, alle grinsen. Haben wir noch irgendwas zum Stupfen? Möchte nur kurz irgendwas reinstupfen. Wer weiß schon von meinen Drogen, die sind ja nicht bei mir. Gibt es eigentlich in Pokémon richtige Drogen? Ah, das ist kein. Hey, hier will ich wohnen. Hier will ich wohnen. Das ist genauso wie mit bei mir im Zimmer. Also, dass ich kein Dachstock habe. So, ja, dann. Noch ein. Ja, es sind halt einfach nur Pixelmon-Items. Aber gut. Ja, aber in der Cafeteria möchte ich doch irgendwas. Hallo, trinken. Ah, da. Ja, gut, essen. Ah, noch mehr. Ja. Oh, noch mehr Kaffee. Noch mehr Kaffee. Jetzt habe ich aber wirklich ein Problem. Okay, gut. Habe ich noch das denn per Hand? Nein, die zwei. Guten Sachen habe ich nicht per Hand. Auf der Hand. Liegt doch mir nicht auf der Hand. Geht doch nicht. So, also. Die Stadt ist cool. Die Stadt ist cooler. Ich werde zur Fabrik noch gehen. So, da oben ist sie. Ja, ist ziemlich geil, so eine Stadt. Ist zwar selten. Aber wenn man sie mal hat, ist man natürlich dann immer noch glücklicher wegen der Seltenheit. Nicht jetzt unbedingt wegen dem Loot oder was etwas uns bringt. Ja, genau, das Schwert möchte ich. Ich könnte es ja mal versuchen zu fangen. Aber das Schwert möchte ich trainieren. Wieso habe ich eigentlich jetzt das ausgerüstet? Ich wollte es eigentlich paralysieren. Okay, ein weibliches Schwert. Geil! Hey, ich freue mich so mega auf dieses Zelda. Ich bin ja ein 2D-Zelda-Fan. Und jetzt kommt einfach mal Zelda als Charakter. Und jetzt denke ich mir so, ein weibliches Schwert für sie. Wow. Ich benutze es jetzt hier im Projekt, das weibliche Schwert.
Aus Zelda. Oh, du bist ja fast wie. Hallo. Wow, hast du deine Pokémon in einem Geschäft bekommen oder hast du sie echt erwischt? Ich bin ein Pokémon-Jäger. Ich habe ein Pokéball aus dem Papi und etwas Leim gemacht. Es funktioniert aber nicht sehr gut. Oh je. Yeah. Jetzt gibt es noch ein Scherenschnitt-Pokémon oder was? Ich glaube, es gibt es sogar. Es gibt sicher so ein Okami. Ich weiß nicht, wie die heißen. Okami, oder? So, also hier ist eine Fabrik. Und zum Wüstentempel will ich natürlich auch noch. Aber wie kann ich jetzt diese Fabrik betreten? Oh, hallo, mit Weihnachtsmann. A Merry Christmas. Nein, es ist nicht Weihnachten. Es ist genau das Gegenteil. Ich gehe einfach hier rein. Okay. Ja, ich habe es geschafft. Ich gehe jetzt einfach in die Fabrik durch diese. Ja, wenn man. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Ich weiß nicht, wie man in die Fabrik kann, ohne sie kaputt zu machen. Ist nämlich zu tief unten. Ich muss mich. Oh Gott, ich mache jetzt wieder Fehler. Ich will da rein. Nein. Boah. Doch nicht ganz runtergefahren. Und da drüben raus, okay. Das ist easy. Aber ich habe immer so ein bisschen Furcht vom. Ja, nicht Höhenangst, aber ein bisschen Furcht von der Höhe. Weil ich doch nicht sterben will. Jetzt sind wir ganz unten und irgendwo geht's rein. Hä, hey, hinter dem. Ja, aber ich will nicht in den Markt. Okay, diese Fabrik ist mir ein bisschen zu versteckt. Hä? Vielleicht hier? Hallo? Nein, das ist auch nicht die Fabrik. Ah, okay. Hallo zusammen. Ein Level 8 Trainer. Cool. Sollen wir? Trainer. Kannst du mal kurz springen? Ja, toll. Hallo, du musst drin. Ja, jetzt. Ey, nicht da drin. Ich kann irgendwie die Kamera umstellen, aber ich weiß nicht wie. Also. Wen stoße ich denn? Okay. Ja, Fadenschuss. Geile Musik. So, geh weiter. Wasserboden. Wasserkäfer. Blubber. Krass. So, 122 EP. Hat sie jetzt ein Level bekommen? Ich habe gar nichts gelesen. Glaub nicht. Oh, nochmals ein. Das ist das geilste Pokémon hier. Das ist die Weiterentwicklung von diesem kleinen Blitzfuchs. Ach Mann, ich möchte es haben. Auch in winzig klein, aber. Ja, ich möchte ja nicht unbedingt so heftigst cheaten. Also nicht. Ich möchte schon die Pokémon ein bisschen angreifen oder paralysieren und so. Aber man kann es anfangs einfach noch nicht so mal. Tja, muss ich doch ein bisschen meine Taktik benutzen. Wir werden einfach dieses Pokémon fangen und trainieren, das kleinere, und dann entwickeln. Dann ist es auch so ein cooles. Aber ich weiß nicht, wo es spawnt. Es muss wirklich die Weiterentwicklung sein, aber ich weiß jetzt nicht ganz genau, welches Pokémon es ist. Also sehe ich nicht der Hund da. Es muss also ein kleiner Fuchs sein, aber ich habe ihn noch nicht oft gesehen. Ja, das ist ja ein großer Fuchs. Oder das ist ein. Ah, wie heißen sie? Gepard oder so? Ja, gut. Also es muss ein kleiner Gepard sein. Wo ist jetzt diese Wüste? Da. Boah.
Also wir, was ist das nicht, was aber nicht statt? Ja, doch. Ja. Also, wir müssen eben einfach wegen Platzproblemen manchmal zurückteleportieren, das wisst ihr. Und einfach schauen, dass wir eventuell nicht so viele Sachen mitnehmen und nicht zu lange brauchen. So, als Belohnung für die, die noch da sind, kann ich noch kurz ein paar Sachen machen. Hier fahren. Die Sachen lade ich aber jetzt dann später aus. Ich brauche ja nur Platz für für das Item hier. Ich möchte gerne nicht gerade hier. Auf das Kissen. Das hier links. So, ich möchte gerne hier. Jetzt muss ich schauen. Sollen wir das Tabs hier machen, als Erinnerung? So. Und ich habe jetzt noch keine Leute gefunden, die im Game als Spielercharakter sein wollen. Dürft ihr gerne schreiben und wie ihr es haben wollt in die Kommentare. Schaut mal Part 1. Wahrscheinlich 2 oder 3. Irgendwie so. Eine Textur auswählen. Genau, und dann wieder hoch. Dann haben wir hier noch nicht Pokémon. Wir haben hier nicht Pokémon, noch Texturen. Da, Pixelmon. Models. Nein, nicht Bikes. Textures. Aluf, Block, Block, Block. Kennt ihr das? Ihr findet ihr das nicht? Gold, nein, 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 nein. Nicht Poké Player Items. Wo war das? Wo war das? Models. Armor. Okay, das sind kaputte Sachen. Die, 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 die. Kennt ihr das? Ihr müsst alles durchsuchen, bis ihr es findet. Sprites. Hex. What the fuck? Das ist alles falsch. Nee, das ist nicht richtig. So, nämlich nicht Pixelmon, sondern More Player Models, Textures. Aha, das sind die. Das ist schon lange her, dass ich das gemacht habe. Models, Bikes. Nach Bikes. Die passen ja auch nicht rechts dort. Ja, ich kann es gar nicht machen. Wie macht man das schon wieder? Pixeln ist ein bisschen schwieriger. Nicht Block. Entity. Pixel PNG. Okay, es ist schwerer, als ich gedacht habe. Können wir einen Pokéball machen? Statue. Wieso, Pixelmann, machst du das so schwer? Wieso? Mach doch einfach die Pokémon hin. Nicht die Texturen. Also ich bin hier falsch. Link, Textur. Es ist schon Textur, aber nicht dort unten. Sondern es ist aber auch nicht Monster, oder? Okay, die sehen ja cool aus. Wo hat's diese Geister? Hä? Ponys. Könnte einfach Pilz. Ah, die gehen aber nicht gut aus. Okay. Ich schau mir das noch an. Was für Sachen es gibt, die überhaupt nicht passen. Okay. Wir sind wieder hier. Also ich kann das noch nicht so einstellen, aber jo, werden wir mal gucken, wie das geht. Ich werde mal nachschlagen. So. Aber wir haben ja schon Leon hier und Cactus Baby haben wir da am Spawn.
Das ist, glaube ich, hier irgendwo gewesen. Und jo. Ich möchte eben ein paar Pokémon haben, die ich einfach nicht kenne, aber ich gerne trainieren würde und mich überraschen gerne würde. Okay. Schade, gibt's nichts. Aber es gibt schon wieder so ein Teil hier. Okay. Boah, das da oben. Mann, wie groß bist du? Du bist sicher groß. Ich kann dich also nicht fangen. Was, du bist 45? Das ist eine pinke Version. Die ist sonst grau, glaube ich. Oder so. Irgendwas mit grau, schwarz oder so. Okay, das ist ein gutes Bild. Nein, ich will hier hoch. Kannst du mal kurz zu mir gucken? Nein, bitte. So, Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Oder Video oder Livestream auf twitch.tv/dragobasel-livestream ich. Und jo. Genau. Einen wunderschönen Tag auch noch. Tschüss.